grüße ich Herrn Ulrich Kübler von der Bausparkasse Schwäbisch Hall. Möchten Sie vielleicht kurz vorstellen? Ja, ich bin der Ulrich Kübler von der Bausparkasse Schwäbisch Hall und bin dort Lizenzmanager und heute in Berlin auf der Konferenz. Was sind denn aus Ihrer Sicht die aktuellen Herausforderungen im Bereich Software Asset und Software Lizenzmanagement? Ja gut, man hört es hier auf der Konferenz. Es sind auf der einen Seite nicht so die Tools, sondern eher die Prozesse und die Skills von Mitarbeitern. Und, was natürlich die Herausforderung ist, die komplexen Lizenzmodelle. Wie reagieren Sie denn auf diese Herausforderungen? Ja gut, da gibt es nur eine Reaktion. Das heißt also immer am Ball bleiben, immer schauen, wie man zu Informationen kommt und stringent praktisch die Neuerungen umsetzen, die es in dem Bereich gibt. Gibt es denn allgemeine bzw. firmenübergreifende Probleme und oder auch Fortschritte, die Sie bei der Beschäftigung mit Software Asset und Software Lizenzmanagement sehen? Firmenübergreifende Probleme. Es gibt allgemeine Probleme im Lizenzmanagement. Es ist eben, wie komme ich an die Informationen zu bestimmten Lizenzmodellen von den Herstellern ran? Wie schaffe ich das, immer up-to-date zu sein? Wie kann ich diese Neuerungen in Systemen abbilden und wie kann ich im Unternehmen schnell genug sein, um dies auch alles abbilden zu können? Sehen Sie denn Ansätze zwischen Softwareherstellern und den Kunden? Ja, sicherlich. Die Softwarehersteller können auch die Kunden unterstützen beim Lizenzmanagement. Und im Allgemeinen ist es ja momentan so, durch die Auditpraxis der Hersteller kommt man ziemlich viel in Kontakt. Und im Gegensatz zu früher wird das Audit nicht nur als Gefahr gesehen, sondern einfach mal auch so eine Möglichkeit, um sich abzugleichen. Wenn Sie hier extra nach Berlin kommen, auf die WeConnect SAMS-Konferenz, was erwarten Sie sich denn von dem Austausch, den Sie hier in dieser Community finden? Ja gut, das sind die Erwartungen, sind einfach Gleichgesinnte zu finden sozusagen aus dem Lizenzmanagementbereich, die die gleichen Probleme haben, die gleichen Strukturen haben, gleichen Architekturen in der IT und mit denen zu diskutieren, wie lösen die ihre Probleme, Networking zu betreiben und das hat sich bis jetzt auch ganz gut ausgezahlt. Also wenn Sie so einen Erwartungsnutzen-Abgleich machen, dann können Sie sagen, Sie haben was mitgenommen? Also wir haben einige nützliche Visitenkarten mitgenommen sozusagen von Kollegen und es gibt auch durchaus die Bereitschaft, dass man gesagt hat, okay, wir treffen uns, wir wollen uns mal austauschen, wir haben gemeinsame Probleme identifiziert, die wir dann eben mal gemeinsam diskutieren werden. Wunderbar, dann freue ich mich, dass Sie hier waren. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich wünsche Ihnen weiter noch eine erfolgreiche Konferenz. Werden wir tun. Gut, danke schön.